Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Das Lager. Jetzt zum Alarm. Mann!
Verstärkung mehr. Im Funk hieß es, Vaas nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Das ist Siren Cove. Wir nennen sie Thompson Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen.
mich fett! Also, wo werden diese Lösegeld-Videos gedreht? Lisa! Heilige Scheiße! Ich komme, Lisa! Ein Video. Sie ist nicht hier. Nein. Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Mom, Dad. Ich liebe euch. Mom, Dad. Ich will nach Hause. Das war sehr schön. Und jetzt mach's nochmal. Nein. Mit mehr Emotionen. Du musst doch an ihn anrufen. Nein. Du was?
Die Brody-Jungs haben gerade den Funkraum mit Benny. Ben! Ich drehe hier einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann! Die verdammten Idiotenschwänze haben den Eis! Nicht so fluchen! Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Dame. Fick dich! Fick mich? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgebracht. Verpiss! Und von hier! Verschwende! Ich möchte mich hier wirklich für meinen Freund entschuldigen, okay? Der Typ ist ein riesen Arschloch. Wir gewinnen einen Oscar dafür, okay? Dein Mut, mach weiter. Was? Wo bist du? Wir bringen dich zu. Wer hat dich tätowiert? Hm? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Hm? Citra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Jetzt bist du einer von uns. Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California-Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht, jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt nochmal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben.
Fischer, ich komme! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Halt still! Wir haben Oliver! Wir haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun! Na los, mir nach! Ich hab eine Idee! Okay. Oh! Oh nein! Das kann ich nicht! Das ist der einzige Weg runter! Komm schon! Oh! Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Ich glaub schon. Da drüben, der Wagen. Er ist im Freien. Den hol ich mir. Holt euch das Fahrzeug. Lisa, du fährst. Was? Fahr! Okay. Jason! Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Ich kann das nicht! Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon! Die schießen auf uns! Was machst du denn? Du schießt auf die Jason! Nicht so ruckartig! Du bist keine Hilfe! Fahr geradeaus! Ich schieß immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Hände auf 10 vor 2! 10 vor 2! Dann fahr du doch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller! Schneller! Keine Straße geht nicht! Sag wer? Die Bullen? Wieso ist der Motor aus? Nein! Abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Welches Pedal ist das? Oh. Lisa! Die sind vor uns! Jason, vor uns! Alles klar, ich hab's jetzt! Los, los, los! Serpentine! Serpentine! Was? Wir hängen sie ab! Ich muss gleich kotzen! Schneller, schneller! Geil! Diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist! Haha! Großartig! Du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich hab Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Okay. Sie sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus.
Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich hab dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schöner Fund. Komm, sieh's dir an. Tut gut, dich zu sehen. Du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig.